Bundesweite Rückenstudie, 100 Testpersonen gesucht, auch in Landshut. Damit herzlich willkommen zurück zum RFL-Gesundheitstipp. Und Uwe Eibel vom Fit Plus in Landshut. Diese Rückenstudie, die da bundesweit aktuell läuft, in einigen Regionen Deutschlands ist sie ja bereits durchgeführt und abgeschlossen worden. Ja. Mit welchen Ergebnissen denn? Was kann man denn vielleicht im Moment schon sagen? Da werden 6 oder 7 Parameter gemessen und die man sieht ganz, ganz deutliche Verbesserungen, 10, 15, 20% Verbesserungen bei der Rückenschmerzintensität, bei der Rückenschmerzhäufigkeit, Muskulaturverbesserung. Man kann die Informationen auch im Internet abrufen unter www.rückenstudie.com. Gibt es da die ganzen Ergebnisse veröffentlicht und ist wirklich eine tolle Sache. Und was eine ganz entscheidende Geschichte dabei ist, glaube ich, Erfolg hat tatsächlich der, der dranbleibt an der Aktion, der weitermacht, der trainiert. Genau, verschiedene Studien zeigen das auch, dass man zwar einen sehr schnellen Erfolg hat, aber man kann die Muskelqualität nicht konservieren. Die antrainierte Muskelqualität, die bleibt einfach nicht. Und in dem Moment, wo man wieder aufhört, verschwindet die Muskulatur leider wieder. Und somit ist die Basis für diese, für die Statik, für die Wirbelsäule einfach nicht mehr da. Und man muss es einfach langfristig dann pflegen, genauso wie man die Zähne pflegen muss langfristig. Dranbleiben und immer weitermachen, als Stichwort. Ich würde sagen, wir schauen uns das auch noch mal ganz konkret an. Herr Dr. Lerch, Sie haben es vorhin ja auch schon mit angesprochen, es gibt eine ganze Reihe von Übungen, die auch für jeden einzelnen Patienten anders sein müssen, dass das Ganze individuell ist. Und wie das konkret aussieht, Elmar Kronthaler, vielleicht gucken wir uns ein paar Übungen an. Was passiert hier? Ja, also das ist eine Halteübung, also eine metrische Übung. Das wird jetzt einmal als Test angewandt, einfach mal um zu schauen, wie kräftig ist die Muskulatur in der Haltearbeit, Rückenbereich. Das geht los oben von der Halswirbelsäule bis runter zum Lendenwirbelbereich. Jetzt wird also Zeit mitgestoppt. Das machen wir beim Anfangstest und dann zum Abschluss beim Endtest. Die nächste Geschichte, das ist jetzt eine Übung für die Kräftigung der Bauchmuskulatur. Es gibt einige Leute, die schaffen das vielleicht bloß 2-3 Mal, auch zu Beginn, weil die Bauchmuskulatur so schwach ausgebildet ist. Auch hier sieht man nach 8-maligem Training schon eine sehr, sehr deutliche Verbesserung. 4 Wochen dauert diese Studie, das heißt dann 8-mal Training, 2-mal pro Woche. Genau, das wäre also das Ideale. Also das, was ich dann vielleicht auch über die Studie hinaus einfach weitermachen sollte, 2-mal genau. pro Woche. Ja, die nächste Geschichte, die wir jetzt hier sehen, das ist wieder eine dynamische Sache. Und zwar geht es diesmal um eine Kräftigungsübung für die Rückenstreckmuskulatur. Betrifft also jetzt hauptsächlich den Lendenwirbelbereich. Auch hier gibt es Leute, die schaffen das zu Beginn nur 3-4 Mal, je nachdem, wie groß die Beschwerden sind oder wie schwach die Rückenmuskulatur mittlerweile ist. Da kann ich mir vorstellen, wenn man dann tatsächlich relativ schnell auch einen gewissen Erfolg sieht, dass das natürlich auch anspornt, dass das Motivation für die Leute ist. Ist klar, man möchte mehr davon. Man möchte gerade Leute, die sehen, aha, meine Schmerzen werden deutlich geringer, die möchten da natürlich schon dranbleiben, was auch absolut empfehlenswert ist. Ja, hier haben wir jetzt eine Kräftigungsübung. Wenn sich Latzug von oben, ist jetzt eine bilaterale Übung. Gerade die Übung speziell mit den wechselweisen Ausführungen hat den Effekt, dass man sehr tief an die Rückenmuskulatur kommt. Darf ich da vielleicht mal einhaken und den Mediziner in der Runde dazu befragen? Das sieht jetzt, was wir da haben, tatsächlich sehr nach klassischer Muckibude aus. Jetzt geht es aber tatsächlich ja um Gesundheitssport, was wir heute hier in den Mittelpunkt stellen. Ist das ein Widerspruch manchmal oder passt das in dem Fall tatsächlich ganz gut zusammen? Das passt sehr gut zusammen, ist kein Widerspruch. Das hängt natürlich ab vom Gewicht, das man bewegt und von der Frequenz. Und man kann natürlich dynamisch trainieren und sagen, ich trainiere auf Ausdauer oder ich trainiere auf Kraftzuwachs. Das sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Hat aber das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also Uwe Eibel, wenn ich mir da jetzt vielleicht 100 Kilo draufpacke, dann ist das so das ganz Hardcore-Krafttraining und eigentlich vielleicht sogar eher schon schädlich für meinen Rücken. Und wenn ich es vielleicht einfach mit 20 mache und dafür ein paar Mal öfter, dann ist es förderlich. Wir müssen eben schauen, wen haben wir vor uns, wen kann man wie stark belasten, wer hat welche Muskelqualität, welches Niveau. Und da wird dann eben entsprechend, das sehen wir an den Tests dann schon, wie stark können wir den Probanden jetzt belasten, was ist für ihn sinnvoll. Und dann wird individuell eben die richtigen Trainingsgeräte zusammengestellt. Also der Anfangs- und der Endtest sind immer gleich, dass man die Verbesserung sieht. Die Geräteauswahl ist immer individuell dann. Das heißt letztlich, Elmar Kronthaler, aber doch auch, um da einfach auch keinen falschen Wettbewerbsgedanken reinzubringen. Der King ist nicht der, der die schwersten Gewichte stemmt,
Sondern? Das ist richtig. Der King ist der, der sich so belastet, dass es ihm gut tut, dass er Spaß an der Bewegung hat und dass er merkt, es ist einfach eine gute Sache für ihn. Und dann kann man das auch von ärztlicher Seite unterstützen, wie Sie es machen, Herr Dr. Lerch. Unbedingt. Das ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und diese Rückenstudie ist ein Appetizer, ein Appetitanreger, weiterzumachen. Natürlich muss so ein Training uns lebenslang begleiten. Und Sie sind ja da auch als Chefarzt am Klinikum mit ganz gutem Beispiel vorangegangen. Ich möchte nicht sagen, haben Ihre Mitarbeiter als Testpersonen mit angemeldet, die haben das schon freiwillig gemacht, aber Sie haben das Ganze mit angeboten im Betrieb. Wieso das Ganze denn? Ja, ich trainiere selber und ich bin als Chirurg natürlich auch gefährdet, Rückenprobleme zu kriegen, die ich nicht habe. Und wir haben viel Personal, die schieben Betten, die müssen Patienten pflegen und hochheben. Das ist alles sehr rückenbelastend für die untere Lendenwirbelsäule. Und warum soll man nur selber einen positiven Effekt haben, wenn es andere auch haben können? Und deswegen motiviere ich jeden, mitzumachen. Was sind denn so ganz schlechte Haltungen, die das Ganze forcieren können, dass ich einfach schneller unter Rückenschmerzen auch leide? Also immer dann, wenn ich Gewichte anhebe aus gebeugter Lendenwirbelsäule. Das heißt, man muss Gewichte möglichst gerade hochheben, sich nicht verdrehen dabei. Was aber im Alltag nicht machbar ist. Stellen Sie sich vor, ein alter pflegebedürftiger Patient muss angehoben werden. Und dann muss man sich natürlich verdrehen und es geht alles auf die untere Lendenwirbelsäule. Und dann kommen Abnutzungserscheinungen und Schmerzen. Und die kann man dann vorbeugen, wenn man einfach selber ein besseres Muskelkorsett hat. Damit also letztlich, glaube ich, auch ganz klar gemacht nochmal der Sinn dieser Studie und dass man natürlich auch weitermacht. Gibt es Einschränkungen, Uwe Eibel? Gibt es Altersbeschränkungen? Nee, jeder, der jetzt letztendlich nicht von einer Rehabilitationsmaßnahme betroffen ist, wenn jemand akute Beschwerden hat, dann ist es natürlich klar, dann muss man erst zum Arzt gehen und schauen, dass das alles in Ordnung ist. Aber jeder, der jetzt im Alltag keine ärztliche Betreuung braucht, kann da mitmachen und er wird sicher auch Erfolg haben. 100 Testpersonen werden gesucht für die Studie in Landshut. Das Ganze fließt dann, liebe Zuschauer, natürlich mit ein in die bundesweite Rückenstudie. Und erste Ergebnisse kann man ja schon ablesen, die ganz eindeutig belegen. Trainieren ist sinnvoll, wenn man dauerhaft dranbleibt an dieser ganzen Geschichte. Damit ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei mir zu Gast waren im Studio. Herr Dr. Lerch für die Ärzteseite und natürlich an die beiden Vertreter vom Fit Plus in Landshut. Ihnen für Ihr Interesse und ja, vielleicht sieht man sich ja demnächst genau die Gewichte stemmen, die zu Ihnen passen, wenn Sie teilnehmen an dieser Rückenstudie. Schönen Abend noch und ich sage, machen Sie es gut. Tschüss und Servus.